Ich bin Bettina Geithner und alle meine Talks, meine Interviews handeln ja vom Bewusstsein und auch unter anderem von Medialität. Heute geht es jetzt bei mir im nächsten Talk darum, wie du mit deiner geistigen Begleitung besser in Kontakt kommen kannst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Jetzt gibt es bei mir ja ein Interview dazu, wie du mit deiner geistigen Begleitung, also ja, deinen geistigen Energien, die dich umgeben, besser in Kontakt kommen kannst. Und dazu habe ich eine ganz tolle Frau hier bei mir. Sie heißt Valerie Fernandes und sie ist ein Hypnosetherapeutin, aber sie ist auch ein Medium. Und ich werde jetzt eben darüber mit ihr sprechen, wie du mehr Kontakt und mehr Führung von deiner geistigen Begleitung bekommst. Ich freue mich auch sehr, wenn du mich abonnierst, dann wirst du immer informiert, wenn neue Interviews hochgeladen werden oder wenn ich welche hochlade. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dieses Interview kommentierst. Wenn du viele Kommentare schreibst, dann wird dieses Interview von YouTube öfters geteilt und das hilft natürlich der ganzen Sache, dass mehr Menschen Hilfe von der geistigen Welt bekommen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Liebe Valerie, wunderbar, dass wir jetzt dieses Interview machen können. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Wir sind ja jetzt hier in Zürich, in der Schweiz und du hast deine Praxis in Basel. In der Nähe, ja. In der Nähe von Basel, Federhauch heißt sie, gell? Federhauch. Ja. Jetzt ist es so, also viele haben schon mal davon gehört, geistige Begleitung, geistige Welt, Schutzengel ist noch populärer, aber viele haben auch Berührungsängste. Mhm. Also, was würdest du denn sagen oder wie würdest du denn erklären, was ist denn die geistige Begleitung von den Menschen? Was ist das eigentlich? Mhm. Also, vielleicht noch ein Bild am Anfang. Ich sage immer, die geistige Welt ist wie der Zucker im Tee zum Beispiel. Der Zucker löst sich auf, man sieht ihn mit dem Auge nicht mehr und trotzdem ist er ja in der Tasse. Mhm. Und mit der geistigen Welt ist es genauso. Man sieht sie mit dem Auge nicht, also mit dem inneren Auge ja, aber ich meine jetzt mit unserem normalen Sehsinn. Aber die geistige Welt ist um uns herum. Also ich denke schon mal, dass wir dieses Bewusstsein einfach wieder haben, dass die geistige Welt immer um uns herum ist und dass man auch ganz bewusst den Kontakt herstellen kann und darf. Oft werde ich gefragt, darf ich überhaupt den Kontakt herstellen? Vielleicht störe ich oder Sie haben Besseres zu tun, aber dem ist nicht so. Da die geistige Welt ja nicht an Raum und Zeit gebunden ist, können sie ja überall gleichzeitig sein, wenn man so will. Ja. Und darum im Gegenteil, sie freuen sich, wenn wir den Kontakt aufbauen und mit ihnen arbeiten. Kann man sich das so vorstellen wie vielleicht die Quanten? Also es sind halt einfach Energien, die uns umgeben. Also Energiestrukturen vielleicht, so wie im quantenphysikalisch. Mit verschiedenen Schwingungen, auch in der geistigen Welt. Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel ein Geistführer, der schwingt anders als ein Engel, der nie inkarniert war. Mhm. Und mit der Zeit, wenn man mit der geistigen Welt arbeitet, spürt man ja dann auch die Energie, die einem umgibt. Mhm. Also man geht dann ins Spüren und dann weiß man, aha, diese Energie ist da. Oder man kann es auch sehr gut unterscheiden, das ist jetzt diese Energie oder diese Energie. Aber das ist schon so, es braucht dann ein bisschen Übung und vor allem auch sich auch trauen auszuprobieren. Ja, so. Genau. Jetzt angenommen, jemand schaut unser Interview und denkt sich, boah, ich möchte auch mal in Kontakt kommen mit meinem geistigen Helfer oder meinem Schutzengel, wie auch immer. Vielleicht auch mit meiner verstorbenen Vater aber wie kann ich mich denn der geistigen Welt mehr öffnen? Also es gibt eine Übung, die ich sehr einfach finde, aber sehr effektiv, wo man sich vorstellen kann, also man sollte sich einfach gut hinsetzen mit beiden Füßen am Boden, sich die Zeit nehmen, sich zurückzuziehen, Augen schließen und dann sich vorstellen, dass man eine Kugel
um sich herum macht. Und diese Kugel kann durchsichtig sein, sie kann eine Farbe haben, wie man möchte. Und dann sitzt man, versucht man den Kopf, ich sage jetzt mal, zu leeren, nicht zu viele Gedanken zu haben. Am Anfang hat man wahrscheinlich dann etwa 10, wenn man sagt, ich will an nichts denken, aber mit der Zeit geht das auch besser. Und dann kannst du dann die geistige Welt quasi einladen, zu dir in diesen Kreis zu kommen. Und dann sitzt du einfach mal, ohne eine bestimmte Person zuerst zu kontaktieren zu wollen, aber dann sitzt du mit der geistigen Welt in dieser Energie, weil dann spürst du die geistige Welt und mit der Zeit wirst du dann merken, aha, jetzt bin ich verbunden oder eben nicht. Weil wenn du dann wieder die Übung beendest, ist wichtig, dass du dich bedankst, verabschiedest und dich wieder wie zumachst, sage ich, verschließt. Mhm. Und mit der Zeit kannst du dann auch diesen Kreis machen, aber dann eben gezielt, zum Beispiel dann mit dem Geistführer Kontakt aufnehmen, mhm, oder sagen, ja, ich hätte jetzt gern einen Kontakt eben mit jemandem Verstorbenen. Ja, genau. Das ist eine, wie ich finde, eine sehr einfache Übung, um einfach mal da ein bisschen auszuprobieren und, ja, und reinzukommen. Mhm. Und ja. Wenn jetzt jemand diese Übung macht und er hat dann aber auch Gedanken, also er, ja, würde jetzt der Verstand oder die Gedanken, also er hat die Gedanken, das bildest du dir ein, das redest du dir ein. Ja. Wie unterscheide ich denn, also diese Wahrnehmung, also wie unterscheide ich Denken und Wahrnehmung von, also, der geistigen Welt, ja, oder von Energien? Das, was du, wenn der Verstand sich, der wird sich melden, mhm, vor allem am Anfang. Das, genau, ist immer so. Dann Unfug, kommt der, genau, dann kommt so nicht, der Zweifel. Ja, ja, das kann nicht sein, das, genau, bilde ich mir ein. Aber wenn man etwas spürt oder auch ein Bild bekommt, egal, einfach wenn man irgendeinen Impuls bekommt, der richtig schnell da, mhm, ist, ohne dass man dann anfängt zu denken, ach, das kann ja gar nicht sein. Das kann Sekunden dazwischen sein. Das geht ja ganz schnell, dass unser Kopf sich einschaltet. Aber eben gerade diese kleine, dass einfach, dass, wenn es so richtig so zack einfach da, mhm, ist, dann kannst du wirklich vertrauen. Das ist dann, mhm, ein Impuls, der nicht von deinem Verstand her kommt. Oder, mhm, ja, das ist dann wirklich von außen, von der geistigen, mhm, Welt. Und dann merkst du das. Okay. Aber das ist auch so ein bisschen, also das kann ich von mir sagen, es ist dann auch eine Übungssache. Mit der Zeit kommt der Verstand dann gar nicht, weil man einfach so sicher ist und so vertraut. Mhm. Ich hinterfrage die Wahrnehmung dann heute nicht mehr, wenn ich was wahrnehme, weil ich einfach weiß, ich spüre das richtig. Aber am Anfang war das bei mir auch so. Ich hatte auch diesen Kampf von Kopf und ja, das ist ganz normal. Jetzt erzähle ich eine Geschichte, weil es war irgendwie komisch. Und die Frage ist jetzt, welche Zeichen die geistige Welt uns schickt, also, mhm, was Zeichen sind. Mhm. Weil zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Kongress moderiert in einer anderen Stadt. Das ging über 3 Tage und ich fand das so anstrengend auch. Und auf dem Rückweg bin ich aus dem Zug ausgestiegen, mit dem Gepäck und so geschleppt. Und am Bahnsteig, da waren viele Menschen, in München war das, und plötzlich sehe ich einen Mann, der hat mich so seitlich angeschaut, und der hat ausgeschaut wie mein verstorbener Vater. Mhm. Und ich war so erschrocken, und, mhm, dann bin ich da vorbeigegangen, dann habe ich mich umgedreht, dann war er weg. Ja. Und ich wollte dann noch zu dem Mann sagen, bist du, mhm, mein Vater? Mhm. Und da weiß ich nicht, mich, war das die geistige Welt oder habe ich mir das, ja, eingebildet? Nein, das hast du dir nicht eingebildet. Also das ist so, dass man es wirklich, also ich sag mal so, oft nimmt man ja die geistige Welt mit dem inneren Auge wahr. Also, mhm, nicht, wie ich jetzt dich sehe oder du mich. Genau. Aber ich persönlich nehme es auch auf beide Arten wahr, dass man wirklich jemand so stehen sieht, wie du jetzt hier sitzt, mhm, oder ich. Und das geht dann, das ist so, ich sage es mal klassisch, du siehst es und dann so nicht, vielleicht nicht ganz klar oder von der Seite, und dann bist du, ja, dann macht es ja was mit dir und dann drehst du dich nochmal um und dann ist es dann weg. Das, genau. Und das ist so ein typisches, ich sage jetzt mal, ein typischen kleinen Gruß, hey, ich bin da, mhm, aus der geistigen Welt. Und ich denke, gerade wenn man halt jemanden sehr vermisst oder auch einen sehr engen Kontakt hatte im Leben, ja, dann sind das oft die Verstorbenen, die einem
dann versuchen auch die Zeichen zu senden. Und ich finde das sehr schön. Also gerade wenn man dann das so sieht, das ist sehr, finde ich, sehr berührend. Sehr berührend, ja, ich weiß. Ja. Und es gibt auch, ich sage jetzt Was mal, feinere, also ja. feinere oder vielleicht ja nicht so jetzt klar, wie es, wenn man jemanden sieht. Zum Beispiel die geistige Welt macht sich sehr oft die elektrischen Geräte so zunutze. Also zum Beispiel, wenn dein Fernseher anfängt zu flackern oder sich aus, ja, genau. und das Licht. Aus und anstellt. Oder das Licht, genau, flackert oder an, aus. Das Radio, das, ich sage es mal, spinnt. Sogar das Handy. Ich hatte mal jemanden, die Person hat mir erzählt, plötzlich war ein Foto auf dem Handy verändert. Also es war mit der Schwester ein Foto und plötzlich war die verstorbene Mutter auf diesem Foto, obwohl dieses Foto nicht mit ihr gemacht wurde. Also das ist Wahnsinn. Das sind so Zeichen, die finde ich so einfach schön und berührend. Ja, oder eine Kerze zum Beispiel, wenn man an jemanden denkt, man zündet eine Kerze an, wenn sie dann erlischt. Also genau. wenn man natürlich keinen Durchzug hat. Oder wenn es kalt wird im Raum. Das kennen vielleicht einige. Ja, wenn es plötzlich so von unten so eine Kälte kommt, dann ist auch die geistige Welt anwesend. Also es gibt viele auch so subtilere Zeichen, aber wo man, wenn man sich auch achtet, sie auch als Zeichen wahrnehmen kann. Ja, jetzt ist ja so, dass... Du bist auch Hypnosetherapeutin, das ist auch wichtig. Jetzt angenommen, es kommt jemand, der hat aber auch Angst, irgendwie, vielleicht bekommt er, also sprich, die Frage ist jetzt, wie du die Hypnose auch bei Angst zum Beispiel anwendest oder auch die Hilfe von der geistigen Welt, wenn jemand mit Ängsten kommt. Mhm. Angenommen, jemand hat von seelisch erlebt oder von seiner Seele sagt ihm, er erlebt es, er soll jetzt seinen Partner verlassen, weil es passt nicht. Oder aber... Er soll in eine andere Stadt gehen, weil er möchte gern in Wien leben. Oder er soll eine andere Arbeitsstelle nehmen, weil die Arbeit tut ihm nicht gut. Jetzt hat er Angst vor dieser Veränderung, weil das ist natürlich nicht so easy, so eine große Veränderung. Und dann hat er Ängste. Und wie, wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie arbeitest du mit dem, entweder mit der geistigen Begleitung, mit den Schutzengeln oder wem auch immer, oder aber mit der Hypnose? Also das sind wie zwei verschiedene Dinge. Wenn ich... ich sage es mal, medial arbeite, dann arbeite ich auf zwei Ebenen. Also das eine ist, dass ich dann wirklich auch in die Aura des Gegenübers spüre und schaue, was gibt es da eben, wo sitzen genau die Ängste, mit was kann es noch zusammenhängen, wo sind die Blockaden, und dann schaue ich so, wie kann man das lösen. Also dann arbeite ich einfach auch ressourcenorientiert, aber klar, immer mit auch meinem Team aus der geistigen Welt, die mir natürlich dann auch noch Inputs geben. Und dann im Gespräch mache ich einfach ein Gespräch, und in diesem Gespräch taste ich mich mit der Person quasi an die Lösung vor. Und natürlich, Veränderungen, größere Veränderungen sind immer mit gewissen Ängsten verbunden. Und ich sage auch, viele haben dann das Gefühl, ich darf diese Angst nicht haben oder nicht zulassen. Ich sage immer, diese Angst zu haben, das ist menschlich. Wir gehen nun mal als Menschen durch die Welt und das ist menschlich. Aber wichtig ist in meinen Augen, dass man sich nicht von dieser Angst eben dann blockieren lässt oder bremsen lässt, weil das passiert oft, dass man spürt, das wäre für mich wichtig, und man hat so Angst vor dieser Veränderung, dass man in seinem Gewohnten bleibt, obwohl es eben, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel im Job nicht mehr gut ist und man wirklich vielleicht sogar bis an ein Burnout kommt und es trotzdem nicht schafft, es zu verändern, weil man einfach so Angst vor dem Neuen hat. Und ich versuche dann wirklich auch im Gespräch diese Angst wegzuzaubern, aber einfach mit dieser Angst umzugehen und sie vielleicht umzuwandeln, eben in diesen mutigen Schritt, wirklich den Schritt zu tun. Das ist so das im Gespräch. Und mit der Hypnose kann man sehr gut auch Ängste anschauen. Und da arbeite ich mit dem Unterbewusstsein. Also, wie geht das? Also zuerst gibt es eine Entspannungsübung. Ja, wenn man so im Alltag ist, ist man meistens verkopft, und dann, dass man wirklich entspannt ist. Und die Hypnose, viele haben so ein bisschen ein falsches Bild wegen diesen Show-Hypnosen, die es gibt, aber die therapeutische Hypnose
ist. Hat das wollte ich sowieso fragen. Was ist der Unterschied von einer Showhypnose? Ja, ich kenne die aus dem Fernsehen. Da steht vorne jemand auf der Bühne, der Hypnotiseur, und der fällt dann um. Ja. Stimmt das? Also es gibt so eine, man nennt das so Blitzinduktion. Ja, das ist, das dann befördert man quasi das Gegenüber, also richtig schnell in einen hypnotischen Entspannungszustand. Mhm. Das kann man, ja klar, aber dann ist er einfach, also in der Hypnose, aber dann fängt ja die Arbeit an. Genau. So, ich persönlich mache lieber eine langsame Induktion, dass man wirklich so langsam entspannt. Mhm. Und dann ist der Zustand, also das ist ja die Frequenz im Hirn, die sich ja dann verändert, vom Wachzustand in einen Trancezustand, hypnotische Trance. Und in dieser Trance ist dann das Unterbewusstsein aktiv, weil andere Hirnareale einfach aktiviert werden. Und das Bewusstsein ist zwar nicht komplett inaktiv, aber ich sage jetzt mal so ein bisschen schlafen gelegt. Ja, genau. Aber, und jetzt kommt, das ist sehr wichtig, weil viele haben dann Angst, die Kontrolle zu verlieren in der Hypnose. Mhm. Ist nicht so. Man hat immer die Kontrolle und man ist auch immer anwesend. Also man ist einfach tief entspannt und man ist nicht weg. Also viele haben dann Angst, man ist wie ausgeknipst. Das ist nicht so. Eigentlich erleben wir ja selber immer, jeden Tag, einen solchen hypnotischen Zustand. Das ist kurz vor dem Einschlafen und kurz vor dem Aufwachen. Mhm. Dann ist nämlich das Hirn genau in dieser Frequenz. Was ich mich halt frage, ist bei der Hypnose, ist es so, dass man die einmal macht und die Angst dann weg ist, oder muss man sie halt täglich machen? Wie geht das? Also die Sitzung, also ich versuche natürlich immer, das ist so meine Devise, möglichst mit wenigen Sitzungen natürlich den Klienten zum, ich sage es, zum gewünschten Ergebnis zu bringen. Ich mache wirklich eine Sitzung und in dieser Sitzung wird dann ein Anker gesetzt, ein sogenannter Anker, mit dem aber der Klient auch dann zu Hause arbeiten kann und sogar muss. Genau. Weil wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, ich habe Flugangst, das ist ein Beispiel, dann macht es ja Sinn, mit diesem Anker zu arbeiten, bis dann die Person fliegt. Weil dann wird das wird dann wie gefestigt noch im Unterbewusstsein. Genau. Ja. Und dann, ich mache so, nach 3 Wochen, 4 Wochen circa, gibt es ein Telefon von mir, damit ich weiß, wie ist es gegangen, und wenn alles gut ist, dann selbstverständlich braucht es keine Sitzung mehr und vielleicht braucht es dann wieder eine, aber meistens muss ich sagen, also schaffe ich es so quasi in einer Sitzung. Ja, toll. So. Aber der Klient muss dann auch ein bisschen natürlich arbeiten mit dem Ganzen. Aber die kommen und wollen, die machen das ja auch. Also das ist, die kommen jetzt, weil sie was verändern wollen. Ja. Ich finde, es kommt auch immer darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel, natürlich, wenn man von Kindheit, von Geburt an irgendwie eine Angst hat, wenn man Trauma hat als Kind. Ja, das sitzt auch sehr tief dann. Ja. Das sitzt tief, aber auch wenn man jetzt angenommen, also ich bringe mal für Beispiele, wir haben jetzt eine Zuschauerin, sie ist eine Frau, war 30 Jahre verheiratet, 2 Kinder, hat nie gearbeitet, jetzt passt es mit dem Mann nicht mehr und jetzt den Mann verlassen, dann erstmal sich selber versorgen. Dann erstmal schauen. Man hat nicht gearbeitet 20 Jahre. Und dann weiß man natürlich nicht, finde ich eine Wohnung? Klar. Wie zahle ich das? Also wie zahle ich meine Wohnung? Welche Arbeitsstelle finde ich? Die Kontakte brechen weg, weil man hatte gemeinsame Kontakte. Also es ist eine große Nummer. Ein riesiger Einschnitt, ja, klar. Oder aber man ist Steuerberater und wird dann Gärtner. Ja. Umschulung mit 50 oder so, sagen wir mal. Mhm. Ja. Also klappt es, kauft mir jemand meine Blumen ab. Also das ist halt der große. Und jetzt wieder das andere, weil du arbeitest auch mit der geistigen Welt. Mhm. Und dann, wenn man dann Hilfe von der geistigen Begleitung möchte, die ja jeder hat. Hat jeder eine geistige Begleitung? Ja. Dann, wie kann ich da bitten um die geistige Hilfe, Begleitung? Also bei der Veränderung. Ja, wenn man ist in Kontakt, ich nenne es jetzt mal Geistführer oder Geistführerin, den Kontakt noch nie aktiv gemacht hat, dann haben viele so ein bisschen den Stress, dass sie sagen, ja, aber ich kenne ja diese Hilfsperson oder diese Begleitung nicht. Wie mache ich jetzt das? Ja. Dann sage ich immer, dann bitte im Kollektiven, weil das nimmt ein bisschen den Druck weg. Ja. Und dann kann man einfach, also es klingt so einfach, aber dann einfach wirklich mit der geistigen, also man kann sich vorstellen, man bettet sich ein Gebet ein, man spricht einfach wirklich mit der geistigen Welt und
ja, bittet um Hilfe für diese Situation und um Zeichen, wenn man einfach dann nicht weiß, welches der nächste Schritt ist oder wie. Natürlich entscheiden, sage ich immer, muss ja der Mensch selbst, aber trotzdem, man bekommt dann Zeichen, wenn man wirklich bereit ist, auch diese Zeichen zu sehen oder zu spüren oder wie auch immer, dann erhält man Zeichen, wo, in welche Richtung es gehen könnte und dann spürt man das und dann hilft das dann schon. Aber natürlich, wenn man, ich sage jetzt mal, 4 Veränderungen auf einmal hat, dann sage ich immer, lohnt es sich natürlich auch, das Schritt für Schritt anzugehen und nicht alles auf einmal, weil das gibt ja einen riesen Druck, wenn man alles will. Ist zu viel. Ja, das ist zu viel. Und dann macht es ja Sinn, dass man sagt, okay, ich spüre, jetzt gerade das Beispiel mit der Frau, ich spüre, ich kann nicht mehr in dieser Beziehung bleiben, sonst geht es mir nicht gut. Genau. Also muss ja die Veränderung her, aber ich habe keine Arbeit zum Beispiel. Dann würde ich jetzt sagen, ja, dann versuch eine Arbeit zu finden und erst dann die Wohnsituation zu ändern. Klar, genau. Kann vielleicht ein bisschen ein mühsamer Übergang sein, aber ich sage immer Schritt für Schritt, weil auch die geistige Welt ist da, sie hilft, aber natürlich, wenn man so einen Riesenberg hat, dann macht es wirklich Sinn, auch mit der geistigen Welt zusammen nicht alles auf einmal zu wollen. Genau. So. Okay. Ja. Ist es, kann man denn so, also ich mache ja Bewusstseinsgespräche und da zähle ich auch die Medialität dazu, also alles, was über dem Denken ist. Es geht ja eigentlich um eine Information auch. Es geht doch eigentlich, oder so empfinde ich das, was würdest du sagen, stimmt es? Es geht einfach um die Information, die ich an die geistige Welt gebe und dann bekomme ich irgendwie eine Information, die mir hilft und weiterhilft. Ja. Aber das geht ja nicht chronologisch. Also ich frage, Antwort. So, nein, wie jetzt leider hier, nicht. Sondern das wäre schön. Sondern ich gebe halt die Information. Aber wichtig, glaube ich, die Information zu senden, oder? Ja. Das ist das, wir denken immer, Information ist nicht wichtig, aber es ist ja auch die Aufmerksamkeit. Ja. Es ist die eigene Aufmerksamkeit und das, worauf ich die Aufmerksamkeit richte, genau. Das wird mehr. Oder genau. Das wird. Ja, das ist so. So. Ja, das und deswegen ist, ist doch die Information an die geistige Welt und dann muss ich schauen, was jetzt kommt. Richtig. Einfällt ins Leben, oder? Ja, genau. Und meistens macht es dann Sinn, dass man sich nicht schon im Kopf vorstellt, wie vielleicht die Antwort kommt oder das Zeichen, weil es kommt oft anders, als man denkt. Genau. Und dass man, wie du sagst, oder wir sind es gewohnt, ich frage was, ich bekomme sofort eine Antwort. Aber in der geistigen Welt ist das nicht so. Da fragt man und vielleicht bekommt man dann erst 2 Wochen später dann das Zeichen oder die Antwort. Und das ist so ein bisschen die menschliche Ungeduld. Ich zähle mich da auch dazu. Manchmal kenne ich das von mir auch, mit mir selber, dass ich denke, mit den anderen bin ich immer sehr geduldig. Aber das ist schon so. Einfach offen bleiben und nicht zu sehr in den Kopf zu gehen und denken, so, aber jetzt muss ja das Zeichen kommen, weil dann verpasst es man garantiert, weil dann ist man so sehr in seinen Gedanken. Im Denken. Und das ist so. Und wichtig ist wirklich da auch, die Geduld zu haben. Ich finde das auch und wichtig. Und offen zu bleiben eben. Ja. Und wenn du jetzt Hypnosetherapeutin bist und dich mit dem Unterbewusstsein gut auskennst, es ist doch so, 97% der Gedanken sind aus dem Unterbewusstsein, von gestern. Ja. Also das, was wirklich ist, es ist sind ja dann nur 2 oder 3%. Ja, das ist wirklich ganz... Das ist ja dann... Eigentlich kann man sich das ja fast nicht vorstellen. Ja, es ist wirklich oder? So. Und vor allem, dass das... Ja, ich sage jetzt mal, das Mühsame ist ja, dass auch die negativen Gedanken, die wir ja nicht bewusst haben, oder Glaubenssätze oder was auch immer, das geht ja alles, ich sage jetzt mal, geht ja alles raus. Das senden wir ja alles aus. Und eben oft nicht oder fast immer nicht bewusst. Und dann, so das Gesetz der Resonanz, oder? Dann bekommt man ja das zu und denkt, wieso, wo, wie, was? Und dann geht man vielleicht ins Bewusstsein und merkt, oh, das habe ich ja noch nicht angeschaut oder das ist da noch. Oder ja, das ist schon... Ich finde auch, also ich finde grundsätzlich, sag ich persönlich, aber die Arbeit mit diesen Glaubenssätzen, ganz wichtig. Es ist eigentlich das Zentrale, weil das steuert uns ja und das bewegt uns ja.
das ganze Leben. Ja. Die beruflichen, ja, privaten Sachen, oder? Ja, seit der Kindheit eigentlich. Seit der Kindheit. Ja. Und die Eltern unterschätzen immer die Bedeutung, die jungen Jahre für ihr Kind haben. Jetzt war es bei mir so, ich war seit Babyalter immer oft recht krank. Und also immer nur, ich hatte eine Krankheit und ich musste immer im Krankenhaus sein. Schon mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist natürlich. Das ist also, prägend, ja. Und das ist komisch. Also, weil ich halt da einen bestimmten Glaubenssatz entwickelt habe dann. Und jetzt weiß ich den, aber er kommt halt schon noch hoch. Gell? Und das finde ich, wie macht man das dann in der Hypnose zum Beispiel oder mit der geistigen Welt? Also ich kann es nur mal wieder bewusst machen. Ich denke, ach, ist schon wieder da, steuert mich das wieder. Also ich denke, das ist ja schon mal das Erste, dass man sich dessen bewusst ist. Was ist überhaupt der Glaubenssatz? Genau. Wenn man es schafft, sich überhaupt dann eben diesen bewusst zu machen, dann kann man ja auch damit arbeiten und ihn dann eben, ich sage jetzt, umwandeln, dass man es eben ins Positive dreht oder einfach eben, wie du sagst, da ist er wieder, aber dann ihn wieder gehen lassen oder aktiv. Also nicht identifizieren damit. Nein, das ist wichtig. Das ist wichtiger. Und ich kenne es, ich denke, gewisse, ich sage jetzt mal, Glaubenssätze, die man von ganz früh, von Kindheit, das ist einfach auch, ich sage es normal, dass die immer wieder kommen. Hauptsache, man lässt sich nicht von diesen dominieren. Ich kenne es von mir. Ich hatte ja so ein bisschen auch ein, ich sage jetzt dem so einen speziellen Start ins Leben, weil ich adoptiert bin und ich war dann noch zu früh auf die Welt gekommen und meine leibliche Mutter habe ich nie kennengelernt. Die ist also ging dann aus dem Spital und also ließ mich zurück und ich kam dann mit 3 Monaten dann, also ich war dann 3 Monate im Spital eben, weil ich sehr früh, also Frühchen war und dann nach 3 Monaten kam ich zu meinen Eltern, also zu meinen Adoptiveltern, ja für mich besonders. Meine Eltern, ja. Und das hat bei mir als Kind so eine richtige Verlustangst hatte ich dann und das Urvertrauen natürlich, ich musste da aktiv daran arbeiten, aber als Kind war mir das ja nicht bewusst. Ich dachte als Kind einfach ganz klar, ich bin nicht gut genug, deswegen hat sie mich da gelassen und ist quasi gegangen. Ich bin schuld quasi, Und dann, als ich älter wurde, dann fängt man an zu begreifen, das ist nicht so. Aber ich merke es auch heute bin ich 45 noch, dass ich in gewissen Situationen aktiv mir sagen muss, hey, du bist gut genug und wirklich mir das wieder, das kommt auch immer wieder mal hoch, aber viel weniger, weil ich aktiv daran arbeite und ich kann es dann einfach auch wieder gehen lassen. Aber einfach, mir ist das noch wichtig auch zu sagen, ich kenne ja das auch und ist es so schön, weil du es eben auch kennst. Ja. Es ist auch sehr besonders, ja genau. Ja. Aha. Das finde ich einfach sehr hilfreich, wenn du sagst, also man denkt ja dann, man hat eine Krankheit, die ist einmal, oder nicht Krankheit, man hat etwas und dann ist es weg und kommt nie wieder. Ja. Aber wenn man natürlich sagt, mei, das kann sein, dass der mal wieder hochkommt, immer mal wieder, das nimmt viel Druck raus. Richtig. Das nimmt viel Druck raus. Richtig. Ja. Und dann, das ist ja das finde ich eben auch. Und nicht, dass man dann denkt, oh mein Gott, ich hab's nicht im Griff oder das ist. Nee, ja, genau, nein, überhaupt nicht. Wichtig ist, wie gehe ich dann damit um? Und wie verändert sich denn das Leben, wenn man mehr in Kontakt ist mit der geistigen Welt? Wie hat sich dein Leben verändert und wie verändert sich es vielleicht auch für die Zuschauer? Ja, ich gehe natürlich seit Kind mit diesen, ich habe ja seit Kind diese Begleitung. Darum muss ich jetzt für mich ist es halt einfach normal, diese Begleitung zu haben. Aber wenn man das so neu, sage ich jetzt mal, oder wieder, es gibt ja auch Menschen, die seit Kind spüren und dann es wie zumachen, auch wegen den Aussagen von außen, das geht ja nicht. Und dann verschließt man sich, also viele, und dann, wenn sie erwachsen sind, öffnen sie sich wieder. Und dann geht es einfach darum, wieder in dieses Vertrauen zu kommen, seiner Intuition auch zu glauben und zu vertrauen. Das ist so, finde ich, sehr wichtig. Und ich persönlich finde, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch oder blöd, ich weiß nicht, aber ich persönlich finde wirklich, diese Unterstützung zu haben, macht das Leben ein Stück weit leichter. Das kann ich schon so sagen. Ich finde schon, weil ich weiß, ich bin
begleitet und ich weiß schon, ich muss meine Entscheidungen ja selber treffen, das ist mir ganz klar. Aber wenn ich diese hilfreichen Zeichen bekomme, dann oder einfach spüre, etwas ist extrem wichtig und das muss ich jetzt tun, ja, dann verfolge ich ja dann diesen Weg. Das ist ja wie, ich sage jetzt, ich lebe jetzt meine Berufung für mich, das ist die Medialität ist richtig meine Herzensangelegenheit. Und als ich im 2017 da mit meiner Praxis gestartet bin, da hatte ich auch so ein bisschen Angst und das Gefühl, oh, jetzt ich springe ein bisschen ins kalte Wasser, so dieses Gefühl. Und, aber ich wusste, das ist mein Weg. Und ich wusste das einfach und dann bin ich diesem Weg gefolgt und natürlich bin ich happy damit und unglaublich froh habe ich mich getraut, wirklich diesen Weg zu gehen. Aber das war so stark, zum Beispiel so, ich wusste es einfach und das ist so der Punkt, da habe ich die geistige Welt wirklich auch gehabt, die mich bildlich wirklich so geschubst hat und gesagt, so und jetzt machst du das, das ist dein Weg. Und das habe ich gespürt und bin dem dann gefolgt und ich finde, das sind so die Sachen, die ich finde, es macht einem einfach den Weg leichter. Ja. Kann es sein, dass es dann einfach so ist? Nein, ich sage immer so, es passiert einfach. Also die Sachen passieren einfach, als ob die irgendwie initiiert worden sind. Als ob ein großes Theaterstück und von außen passieren lauter Sachen. Man kann da gar nicht mehr anders. Also sprich, da ist auch die Frage jetzt nochmal, welche Rolle spielt denn nicht nur die geistigen Begleiter, sondern auch die Seele? Ja, weil die Seele, den sogenannten Seelenplan nenne ich das. Genau, also man kann ja sagen, ich komme auf die Welt, zwei Kinder, Mann, wir fahren nach Mallorca in Urlaub und das war's dann. Ja. Oder aber, was ich glaube oder was wir glauben wahrscheinlich, dass jede Seele will irgendwas erfahren, erleben, sich ausdrücken, zeigen. Ja, Erfahrungen machen, oder? Wo ist dann die Verbindung zwischen geistiger Welt und Seele? Wie ist die geistige Welt ein Teil von der Seele? Wie empfindest du das? Ja, also schon. Oder umgekehrt, die Seele gehört zur geistigen Welt. So, und was ich so mitbekommen habe von der geistigen Welt, ist, dass wir wirklich so einen Seelenplan, einen sogenannten Seelenplan haben, wo wir wirklich gewisse Fixpunkte haben oder gewisse Begegnungen, die ganz klar, ich sage es mal, abgemacht worden sind, bevor wir dann wieder inkarniert sind. Und dass man aber wählen kann, wie gehe ich zu diesen Fixpunkten? Wie gehe ich von A nach B? Ja, gehe ich jetzt auf dem direkten Weg? Mache ich da noch eine andere Route? Oder mache ich eine längere Pause dazwischen und gehe dann weiter? Wie auch immer. Das sind so unsere freien Entscheidungen. Aber gewisse... aber natürlich, wenn man von Berufung spricht, man kann sich auch dagegen wehren. Das meinte ich. Und sagen, nee, das will ich jetzt nicht, aber dann ist es so, dass es wieder kommt. Also wenn du jetzt merkst, eigentlich ruft mich was, es wäre wichtig und ich mache es einfach nicht, dann kannst du das, das ist eine freie Entscheidung. Wenn es aber für die Seele wichtig ist, dann wird es dir dann von der geistigen Welt wieder serviert, sag ich mal. Einfach auf eine andere Art oder zu einem späteren Zeitpunkt. Aber du wirst wieder damit konfrontiert werden. Damit du, ist ja eigentlich auch gut, dann kannst du vielleicht sagen, jetzt mache ich es aber. Genau. Das ist interessant. Wir beide leben ja unsere Berufe. Mhm. Ich habe aber Politik studiert. Mhm. Als Beispiel, ich würde jetzt sagen, meine Interviews und so, das beende ich jetzt. Ich bewerbe mich wieder als politische Referentin im Landtag und dann würde ich wahrscheinlich nach einem halben Jahr gekündigt werden oder so. Keine Ahnung, weil es nicht meins ist. Ja. Was nicht mehr meins ist, was ich studiert habe. Ja. So oder so wäre das wahrscheinlich. Ja. Oder du gehst von dir aus schon. So ungefähr. So wäre das wahrscheinlich. Ja. Aber ist es dann so, würdest du denn sagen, dass die Seele, ich frage einfach jetzt, weil es mich ja auch interessiert, diese Seele, ist die auch das Herz oder ist das Herz Teil von der Seele? Weil wenn man sagt, man hört aufs Herz, dann macht man ja auch, was sein Herz halt sagt, oder? Und für es mich ist doch auch ein Teil von der Seele, oder? Ich würde es jetzt auch so definieren, Ich sage immer, das eine ist der Kopf, dann haben wir die Seele und das Herz. Und für mich ist wirklich so, ich nehme so die Seele und das Herz zusammen. Ja, für mich ist das einfach die Gefühlsebene und das Unbewusste und die Führung so. Und dann haben wir noch den Kopf, der auch wichtig ist, das will ich schon auch sagen. Ich meine, macht keinen Sinn, kopflos
durchs Leben zu gehen, das ist genau. schon auch wichtig, aber eben die Balance zu finden und wirklich auf das Gefühl zu hören, wenn es wichtig ist, das ist einfach schon, macht es einem leichter. Das ist so. Aber es gibt auch Menschen, die jetzt sagen, ich kann damit nichts anfangen und wirklich einfach so durchs Leben gehen. Das passt dann für die Person. Das, oder ist es nicht das Wichtigste im Leben, dass man einfach das macht, was die Seele will? Also, oder? Würde ich doch sagen, weil sonst war das Leben umsonst. Ob das jetzt Steuerberater ist oder ob man jetzt sich freiberuflich als Coach macht oder als Friseur. Würde ich auch sagen. Weil dann hat doch das Leben einen Sinn. Ja, für mich ist es auch so. Weil das Leben, man kann, den Sinn ist ja etwas, was man individuell definiert. Natürlich, wenn man Mutter ist, dann sagt man, der Steuerberater sagt, mein Sinn ist, oder Notar, mein Sinn ist viel Geld verdienen. Es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal, vielleicht sagt jemand, mein Traumberuf ist halt irgendwie sowas und dann stimmt es ja auch. Jetzt die andere Frage noch, aber wie kann ich besser mit meiner Seele kommunizieren? Also ich finde, das ist wichtig. Also jetzt nicht nur mit der geistigen Welt, oder die auch dazugehört, aber mit meiner eigenen Seele kommunizieren. Das finde ich, weil man kann sie ja nicht greifen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir beide essen gehen und mir schmeckt das und dir schmeckt das, das ist doch die Seele, oder? Also das ist das, was, das ist das, das oder ich finde jetzt zum Beispiel blau schön und du findest pink schön. Mhm. Jetzt sagt ein anderer, wieso? Das weiß ich auch nicht, wieso. Das ist halt einfach so. Ja. Das ist doch dann der Ausdruck von unserer Seele. Mhm. Oder du findest Rosen schön und ich finde Nelken schön. Ja. Und dass man da mehr in Kontakt kommt mit der Seele. Mhm. Wie geht es? Ja, also im Kontakt ist man ja, ich sage jetzt mal ganz natürlich, sowieso ja verbunden. Aber ich denke, wichtig ist, dass man versucht eben immer wieder mal, das klingt so einfach, aber ist es tatsächlich manchmal nicht, den Kopf zu leeren. Einfach die Gedanken, also nicht so in diesem Gedankenkreisen zu sein. Oder immer, wir gehen ja oft so durchs Leben, also ich muss dann noch das. Oder man ist ja schon überall, schon irgendwo dort, obwohl ich sage immer, mehr im Hier und Jetzt versuchen zu sein. Weil dann gibt es wie so eine Ruhe. Und die Zukunft gestaltet sich nebst dem ja im Hier und Jetzt. Wenn wir immer schon irgendwo da vorne sind oder noch irgendwo hinten hängen, das ist dann schwierig. Ja. Und wenn man sich das bewusst macht, mehr im Hier und Jetzt zu sein, dann hat man auch ganz automatisch, ich sage es mal, den besseren Zugang und die bessere Verbindung zur eigenen Seele, weil dann hört man quasi auch mehr, was die Seele einem sagen will. Und wenn man aber total in dem Hamsterrad ist, wie will man da hört man nichts quasi. Genau. Also es ist vielleicht kann man so ein bisschen bildlich beschreiben. So einfach wirklich versuchen, auch im Hier und Jetzt. Genau. Und welche Rolle spielen denn auch andere Menschen oder die Gemeinschaft? Weil du hast ja auch einen Zirkel. Ja. Ich blende deine Informationen immer ein, aber du hast ja auch einen Zirkel. Jetzt gerade, wenn man in der Gemeinschaft ist mit anderen, hat das einen Vorteil, also die sich auch dieser geistigen Welt öffnen. Kannst du mal erzählen, so ein Zirkel, wie läuft der ab? Erstens mal ist die Energie dann noch gebündelter, wenn dann natürlich so, ich sag's mal, 6 Menschen oder mehr da einfach zusammenarbeiten und sich öffnen auch für die geistige Welt, dann ist halt die geistige Welt sehr präsent und die Energie jedes Einzelnen ist dann auch sehr stark und das hilft oft auch für die Übungen. Man kommt dann wie fast besser, also sagen viele, man kommt dann wie alleine ist es fast schwieriger und in der Gemeinschaft kommt man besser rein. Und der Austausch, ich denke, das ist ja der springende Punkt. Richtig. Man ist unter, ich sage es mal, Gleichgesinnten, man hat keine Angst, sich zu öffnen. Wenn man diese Menschen jetzt, die jetzt bei mir sind, die kommen, gewisse kommen schon seit 3 Jahren regelmäßig. Ja. Und das Vertrauen untereinander ist natürlich dann so da, stark, dass sie sehr offen sind untereinander und auch mit mir natürlich. Und das ist schön, weil da kann man wachsen. Also wir im Zirkel machen wir verschiedene Übungen, eben sei es mit den geistigen Helfern in Kontakt treten oder auch Übungen,
was ich mache dann auch so ein bisschen, ja, ich finde witzige Dinge, wo ich sage, Genau. nehmt einen Gegenstand mit, einen persönlichen, packt den ein, so dass man schon mal nicht sieht, wer was mitgebracht hat. Ich packe es dann aus, dann wird es so dahin gelegt. Und dann muss jeder versuchen herauszufinden, wem dieser Gegenstand gehört, zu welchem Anlass zum Beispiel dieser wurde er geschenkt, wurde er gekauft, wie alt ist dieser Gegenstand, woher stammt er, einfach so richtig diese Geschichte. Und dann müssen Sie natürlich auch ins Spüren für das Gegenüber. Und das wird dann, das ist dann ganz auch eine Abwechslung. Und dann müssen Sie eben in die Aura spüren oder eben intuitive Sachen. Ja, ich mache da ganz verschiedene Dinge. Aber das ist einfach so, die Gruppe ist ganz klar, wenn man in einer Gemeinschaft ist, fällt es einfach leichter, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil viele haben auch im Umfeld diese Möglichkeit nicht unbedingt. Also genau. Es gibt vielleicht... Das ist nicht so leicht, ich weiß. Man ist vielleicht mit jemandem zusammen, der sagt, ich akzeptiere zwar, was du da machst oder siehst und spürst. Aber sprich nicht davon. Ja, genau, zum Beispiel. Und wenn dann so jemand in eine Gruppe kann, ist das dann schon einfach toll. Und genau, das ist ganz wichtig auch. Die Verbundenheit zu spüren das mit anderen Menschen, die genauso empfinden. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die vielleicht auch sehr hilfreich ist für Zuschauer, die jemanden verloren haben. Ja. Sprich ein Elternteil oder vielleicht auch ein Kind sogar. Jetzt, wenn man zu dir kommt auch, weil du stellst ja auch kannst auch die Verbindung zu einem Verstorbenen herstellen. Was ist das Entscheidende, dass der Kontakt auch klappt? Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich möchte jetzt mit meinem verstorbenen Kind zum Beispiel Kontakt haben. Wie kann der sich öffnen? Oder was ist das Wichtige eben, dass das wirklich auch klappt, der Kontakt? Also das eine ist natürlich, dass der Kontakt wirklich gewünscht ist. Also, dass man wirklich, also, das klingt jetzt ein bisschen, aber wenn man zum Beispiel zu großen Respekt hat oder Angst hat und es trotzdem irgendwie möchte, manchmal ist das dann so, dass dann die geistige Welt das spürt, es wäre vielleicht zu viel oder noch zu früh. Und dann kann es sein, dass dann die gewünschte Person aus der geistigen Welt dann eben nicht kommt. Das andere ist, ich sage immer, aus der geistigen Welt herrscht ja der freie Wille. Ich sage immer, wenn jemand bei mir eine Sitzung so möchte, sage ich immer, sei offen für die Menschen aus der geistigen Welt, die jetzt für dich kommen möchten. Und vielleicht ist es dann eben nicht die Person, die man im Kopf hatte, aber dann kommt vielleicht, ich sage jetzt mal, die Oma mit einer ganz wichtigen Botschaft, die genau jetzt richtig ist und stimmig ist. Und das war dann sehr wichtig. Aber meistens ist es schon so, dass wenn jemand eine bestimmte Person wünscht, dass diese dann auch wirklich zum Kontakt erscheint, also aus der geistigen Welt. Und wichtig ist einfach die Offenheit und auch die Neugier und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, weil das ist sicher der wichtigste Punkt. Und dann fange ich an, dann zu sprechen mit dem Gegenüber und dann schaue ich, wer kommt aus der geistigen Welt und dann wird so im Gespräch eben dann meistens kommt nicht nur jemand, meistens sind es mehrere, die sich dann zeigen. Und so kommt das dann zustande, dass man diesen Kontakt herstellt. Das ist eigentlich eine recht natürliche Sache. Genau. Ja. Also war das Nein, genug das war konkret? Gut. Sehr konkret. Okay. Wichtig ist, dass die Zuschauer halt auch das auch ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja. Genau, das finde ich sehr wichtig. Informationen zu dir und deiner Arbeit blende ich hier ein. Du hast auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf den weise ich auch hin. Ich finde, das Wichtige ist jetzt, dass unsere Zuschauer auch vielleicht das konkret üben, in Kontakt zu gehen mit ihrer geistigen Begleitung. Ja. Also wenn du magst, könntest du jetzt noch am Schluss, wenn du magst, kurz eine Anleitung geben, wie wir in Kontakt kommen können. Ja, dann kann man wirklich diese Übung machen, damit der Kugel... Mit der Kugel, ich mache mal mit. Also gut. Ich mache mal mit. Dann ihr auch bitte. Genau, wichtig ist einfach damit man auch richtig gut geerdet ist, beide Füße auf den Boden stellen und dann die Augen schließen. Ich schließe sie jetzt auch. Und dann einfach mal richtig tief ein- und ausatmen. So richtig tiefer, als man im Alltag gewohnt ist. Das heißt, richtig in den Bauch atmen. Einfach so ein paar tiefe Atemzüge.
Und während du da so atmest und dich so in eine, ja, da kommst du automatisch eine Entspannung, dann die Gedanken, die kommen einfach wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, einfach wieder wegschicken, dann ziehen diese Wolken wieder vorbei. Und immer wenn ein Gedanke kommt, den du jetzt nicht hier haben willst, schick ihn wie eine Wolke weg. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast, wirst du merken, dass du immer mehr in ein ganz, ganz wohliges Entspannungsgefühl kommst. Dann kannst du dir vorstellen, wie du eine große Kugel um dich herum machst, dass du wirklich mit viel Platz in dieser Kugel sitzt. Diese Kugel kann einfach durchsichtig sein, aber du kannst auch deine Wunschfarbe hineingeben, einfach so, wie es dir gerade gefällt. Und nun kannst du die geistige Welt zu dir in diese Kugel einladen. Lass erstmal offen, wer da kommen mag. Und dann bleibst du einfach einen Moment lang, dass diese Zeit kannst du dann selbst bestimmen, sitzen mit dieser Energie von der geistigen Welt, mit der geistigen Welt. Und vielleicht bekommst du Bilder, vielleicht spürst du einfach nur was. Das, was du empfängst, ist dann richtig und wichtig so. Und ich ziehe es nicht jetzt nicht so in die Länge, aber zu Hause kannst du das dann so lange machen, wie du möchtest. Zu Beginn würde ich dir raten, vielleicht nur so 5 Minuten, höchstens 10. Und dann kannst du dich bei der geistigen Welt bedanken und sie wieder verabschieden. Das heißt, sie wieder aus deiner Kugel hinaus schicken. Und dann kannst du dann diese Kugel bewusst wieder auflösen, so dass du auch wieder, ich sage jetzt mal, dich zumachst. Du möchtest ja nicht den ganzen Tag da auf Empfang sein. Und dann nimmst du das mit, was du gespürt oder gesehen hast. Und diese Übung kannst du wirklich für dich so oft wiederholen, wie du es üben möchtest, auch in den Kontakt zu treten. Und du wirst dann merken, mit der Zeit geht das dann einfach immer einfacher und immer schneller. Aber zu Beginn, weil die Energie doch, ich sage jetzt mal, recht, also stark, ja, zu Beginn kommt einem diese Energie der geistigen Welt recht stark vor. Darum sage ich einfach nur 5 Minuten, damit man so ein bisschen wie reinwächst. Genau. Das ist wunderbar. Liebe Valerie, vielen, vielen Danke dir. Dank Danke dir. für dieses wunderbare Interview, den Einblick in deine Arbeit. Ich danke dir sehr. Ich Sehr. dir auch. Danke. Danke. Liebe Zuschauer, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Interview teilt oder auch Kommentare schreibt. Weil wenn ihr Kommentare schreibt, dann wird das Interview von YouTube öfters geteilt und was ja auch der Sache dient, dass immer mehr Menschen in Kontakt kommen mit ihren Schutzengeln, mit ihrer geistigen Hilfe. Ich finde, das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit sowieso. Und ihr findet Informationen zur Valerie natürlich in den Einblendungen unter dem, also in dem Video und auch unter dem Video. Das sind Links, da könnt ihr zu ihr kommen und ihr findet auch Informationen zu mir und meiner Interviewarbeit. Wenn ihr auch ein Interview machen möchtet, dann geht mal auf meine Webseite. Bis zum nächsten Interview, bis bald. Schön, dass ihr dabei wart. Eure Bettina.